Herzlich willkommen bei einer neuen Folge aus Hackl for Life, werde Gestalterin, Gestalter deines Lebens. Es geht ja bei uns um das, wie Leben gelingt. Und vielleicht, oder ich hoffe sehr, dass du gerade gesund bist und dass es dir gut geht, nicht so wie ich. Ich bin gerade ein bisschen so nasal klingend, noch ein bisschen angeschlagen. Aber grundsätzlich, Gott sei Dank, geht es mir gut. Und ich habe mir gedacht, das ist ein wunderbarer Anlass, um mit dir über die drei T's zu sprechen, die drei harten T's, wie es dir auch gelingt, in schlechten Zeiten gut für dich zu sorgen, wie du drei gute Ressourcen an die Hand kriegst, gerade jetzt, wo du die Zeiten möglicherweise für den einen oder die andere etwas herausfordernder und schwieriger werden. Freu dich auf diese drei T's. Dann lass uns gleich hineinstarten in die drei T's, damit du auch gute Ressourcen für schwierige Zeiten hast, haben wir gehört. Und das erste T, und das mag jetzt vielleicht gleich einige wachrütteln, steht für Tanzen. Wenn du es mit dem Tanzen nicht irgendwie so hast, Tanzen ist eine wunderbare Möglichkeit, dem Leben Freude zu verleihen, sich wirklich zu bewegen, in Action zu kommen. Damit finden im Gehirn bitte Verarbeitungsprozesse statt, okay? Also es ist nicht nur ein reiner Ausdruck der Freude, sondern du tust richtig was Nützliches für dein Gehirn. Dein Gehirn kann durch die Situationen verarbeiten. Du bist im Moment, ja? Du bist so richtig in der Gegenwart. Bitte nimm mal das Wort her, Gegenwart. Du tust etwas gegen das Warten auf das Leben, weil du lebst nämlich jetzt. Und mit dem Tanzen suggerierst du dem Leben, dass du gegen das Warten etwas tust, dass du jetzt zelebrierst, dass das Leben immer ein Anlass sein kann für ein Fest. Man darf immer einen Grund finden, um etwas zu zelebrieren. Wenn du es mit dem Tanzen, wie gesagt, nicht ganz so hast, dann mach die easy-cheesy-Version, nämlich schüttel dich. Und schütteln kannst du, ja? Also schüttel alles, was irgendwie beweglich ist an deinem Körper. Schüttel dich fest durch, steh auf dabei. Wir müssen mittlerweile 3 Minuten durchschütteln, ja? Also so von Kopf bis Fuß, wirklich alles, was du irgendwie schütteln kannst. 3 Minuten durchschütteln hat den Entspannungscharakter wie von mindestens 40 Minuten Meditation. Und wenn du es mit der Meditation nicht ganz so hast und 40 Minuten ist schon eine lange Zeit, dann bitte schüttel dich 3 Minuten. Vielleicht magst du jetzt gerade, ich habe keine Idee, wo du gerade unterwegs bist, im Auto, vielleicht ist das eher ein unspektakulärer, diese Schüttelgeschichte. Aber ansonsten steh wirklich auf. Meine Einladung ist, steh auf. Oder wenn du im Gehen bist, ist doch völlig egal. Vielleicht im Gegenteil animierst du sogar andere Menschen, wenn sie dich dabei beobachten dürfen, dass es dir gut geht. Lass sie einfach ein bisschen neidisch auf dich schauen und schüttel dich einmal durch, ja? Lass das einmal zu, lass das Leben fließen. Also das erste T für Tanzen, das zweite T für Tagträumen. Gerade wenn es schwierig ist, gerade wenn Herausforderungen da sind, dann katapultieren wir uns meistens sehr in die Zukunft. Und da ist es wichtig, echt so einmal innezuhalten und Tag zu träumen. Im Sinne von, wann jetzt so ein idealer Tag wäre, wo wäre ich da gerade? Mit welchen Menschen würde ich mich jetzt gerade umgeben? Wann es mir richtig gut gehen würde und die mir das aussuchen könnte, wer wäre alle dabei? Und was würde ich gerade tun? Was würde ich gerade an Tätigkeiten tun? Wo wäre ich mit? Also all diese Dinge, tauch ein so in diese Tagträumereien, gönn dir das. Das sind ganz wichtige Dinge, dass du wieder Zugang kriegst zu deinen Ressourcen. Zugang kriegst zu deinem Humor, Zukunft kriegst zu deinem Kreativitätszentrum. Ein Mensch, der es Tagträumen verlernt hat, hat in der Regel auch kaum mehr Kreativität. Und Kreativität, bitte, das haben wir schon in einer anderen Folge gehört, brauchen wir, um Probleme lösen zu können. Das ist unser Problemlösungshirn, könnte man sagen, ja. Forciere diese Kreativität, erlaub dir Tag zu träumen. Du musst dir das nicht endlos lang tun.
Aber erlaub dir mal so ein Setting zu kreieren, wenn es mir jetzt richtig gut gehen würde, wo wäre ich da, wer wäre alle dabei, was würde ich tun, was würde ich gerade genießen, möglicherweise welche Speise würde ich da gerade essen, wenn es gerade richtig ideal ist für mich. Was würde ich gerade trinken? Also all das, möglicherweise welche Musik würde ich gerade hören? Also erlaub dir wirklich so in einen Tagtraum hineinzukommen. Damit kreierst du, wie gesagt, Kreativität und das brauchst du, um Probleme gut lösen zu können. Und das dritte T, also jetzt haben wir gehört, tanzen, Tagträumen. Und das dritte T, und das mag jetzt etwas paradox sein, aber das ist genau das, was es ausmacht, trödeln. Wir Menschen unserer Zeit sind ja sehr hastig geworden. Ja? Also dieses Trödeln ist ja überhaupt nicht mehr in. Das ist ja, wir sagen das zu unseren Kindern permanent, trödeln nicht ständig und tu weiter und so. Und ich habe mal so frecherweise die Aussage getan, ich habe den Eindruck, unsere Kinder haben gar keinen eigenen Namen mehr, die heißt nur mehr tu weiter. Das geht den ganzen Tag, tu weiter. Ja, also so. Ihnen wird nicht mehr zugestanden, dieses Trödeln. Auch da geht es wieder um dieses Im-Moment-Sein. Und schau mal, was wir alles nebenbei erledigen. Also ich ertappe mich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich ertappe mich immer wieder, dass ich da, während ich zum Beispiel warte auf, ich weiß nicht, dass es Wasser kocht, checke ich schon meine E-Mails. Und während ich das tue, mache ich gleich das. Und das ist aber genau das Gegenteil, was Trödeln meint. Das heißt, stell dich vor den Wasserkocher, wenn ich jetzt gleich das exemplarische Beispiel hernehme, und halt es aus. Schau dem Wasserkocher einmal zu. Wenn ein Mensch nicht mehr trödeln kann, wenn der keine Minute mehr ruhig sein kann, dann ist schon Feuer am Dach. Da sollte man dann echt hinschauen. Ja? Also es gibt Menschen, die müssen dann sofort das Handy zücken und dann muss sofort da herumgezockt und gespielt werden oder zumindest halt irgendwie durchgescrollt werden. Gönn dir Trödeleinheiten. Gönn dir Trödeleinheiten ganz bewusst und zwar täglich. Ja? Also du kannst jetzt was weiß ich, beim Essen trödeln, indem du einmal ganz bewusst trödelst, langsam isst. Oder du trödelst eben beim Duschen, oder ist ja völlig egal, aber erlaub dir mal so etwas zu trödeln und einmal zu spüren, wie sich das anfühlt, wenn du dir wieder einmal so ein bisschen Zeit gibst für etwas und nicht schon hastig, während du das eine tust, schon an das nächste denkst. Da gibt es ja diese wunderbare Aussage aus dem Buddhismus, dass so quasi, wenn du sitzt, dann sitze und wenn du gehst, dann gehe. Und dann wird dieser Meister gefragt, ja, aber ich sehe ja dich auch nur immer sitzen und stehen und gehen und so weiter. Und er sagt, ja, aber wenn ich dich, der Meister zum Schüler, wenn ich dich erlebe und du gehst, dann sehe ich dich schon sitzen in Gedanken. Und wenn du sitzt, dann sehe ich dich schon gehen in Gedanken. Und das ist so das, genau das, was Trödeln ausmacht. Also wenn du sitzt, haben wir gehört, dann sitze. Und wenn du gehst, dann gehe. Und du brauchst gar nicht so lang. Ein paar Minuten trödeln, also eine Trödeleinheit, auch 5 Minuten am Tag, ist ausreichend. Und mit diesen 3 T's kommst du wirklich gut durch diese Zeit. Also, tanzen, Tagträumen, trödeln. Mach es fein. Alles, alles Gute, deine Christine.